Denn. Und das also, ich verstehe, dass Sozialisten nicht viel darüber schwätzen, aber das ist doch eine Immigrationspolitik, die macht verantwortlich. Also, wir wissen nicht. Wir wissen nicht, wenn wir Immigranten, Drogenhändler, tipptopp. Tisch, alle Migranten sind Drogenhändler. Très bien. Das ist richtig Message. Na, der Rassismus. Die nigerianischen Drogenbanden und einer nordafrikanischen Drogenbanden, die hier agieren, zum Teil mit ein paar Bayern kommen aus anderen Ländern der Europäischen Union, die nicht korrekt ausgefüllt sind. Und dann nicht können ausgewiesen gehen durch eine Toleranz von der Regierung. Wir wollen der Sache ein Ende setzen. Wir tolerieren das nicht, die tolerieren. Wir die wollen nicht kapabel, das Problem umzuschwätzen an ihre Reden. Wir nennen Kant beim Numm, aber wir so, wie wir dagegen vorgehen. Auf wem wir dagegen vorgehen, ist alle Leistung. Gut, der Meinung sieht, wie vier Redner hat gesagt, dass den von nigerianischen Mafia oder so muss schwätzen. Aber das sieht viel über den Geist aus, mit dem die Leute, die wir da benutzen. So, an den Kindern wissen an der Stadt Lützeburg, dass es Racial Profiling gibt. Und genau das muss analysiert gehen, weil es soll nicht sein, dass die Leute, just wenn sie ihre Hautfarbe oder ihre Nationalität diskriminiert gehen. Just für den Herrn Klemmer vielleicht zu sagen, dass ein Unterschied besteht zwischen einer Hautfarbe und einer Nationalität. Der DR hat geschwärzt von nigerianischen Drogenbanden, weil es hier verschiedene Interviews von der Polizei, von der Justiz, von den zuständigen Ministern erklärt hat. Und ich will just sagen, dass nigerianisch eine Nationalität ist, auch keine Hautfarbe. Ich werde mir Klemmer vielleicht dann privé den Unterschied erklären. Wait a minute! Who are you? Just wenn sie ihre Hautfarbe oder ihre Nationalität diskriminiert gehen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Rassist bleibt Rassist, Herr Kartreiser. Menschenhandel, das ist Schleiserei. Wir haben in der Zwischenzeit zwei Leute, die große Karriere gemacht haben, einen Glaubensruhmüller-Kardinal. Ich meine, Herr Asselborn, der ist schon bei der Schutzpatron von den Menschenschleiser am Mittelmeer. Und wir sagen, als ADR das hier machen wir nicht mehr. Ja. Ich fand das heute ganz greif. Ich fand das heute ganz greif von heute. Deputierte seht, es aus wie der Schutzpatron von Kriminellen. Ich fand das ganz greif. Ganz greif. Der entschuldigt dich, fand ich gibt oder vier. Ja. Aber nur lässt man nach guten Uhr. Ich fand nicht ganz gut nur. Ich hab gesagt, das Außenminister wäre heute Schutzpatron von Kriminellen. Wenn der Politik nicht verdroht, dann zieht dich zurück aus der Politik. Wenn ich nur so. Alle, lass jetzt mal durch. Leg ihn raus. Herr Präsident, am Numm von der Regierung. Erstens ist der Asselborn nicht da. Wir akzeptieren Kritiken politischer Natur. Wir haben Attacken über den Engagement von einem Minister. Das ist nicht akzeptabel, Herr Präsident. Und ich gebe es wirklich bitten, den honorablen Deputierten Kartheiser zu Raison zu rufen. Ich akzeptiere nicht, dass heute Regierungsmemberin durch so Qualifikativen genannt werden. Herr Präsident, ich hätte gemeint für Dienstherz. Das ist aus unserer Stadt. Na, an diesem Haus Souveränität zurückzukommen. Du nicht gewesen. Was für Junge aufspringt. Gut gesagt, er wäre Schutzpatron von Kriminellen, Herr Asselborn. Das hat er gesagt, fortwirtlich. Es ist nur ein anderer Punkt, den ich will machen, den ich später ganz gut nutzen werde. Das ist, was mit denen Leuten geschieht, die noch heißen. Herr Kartäuser, der Herr Bodri, das ist nur... Das ist das. Es gibt am internationalen Recht Regeln, die man muss... Komm. Und das ist nämlich, dass die Leute, die in einer Schutzsituation sind, Herr Kartäuser, ich will nicht darauf wirksam machen, dass aufgrund von Artikel 36, bei den Vogel wieder, die über das normal üblich geht, dass den dann ein Avertissement vom Präsidenten kann kriegen. Und den Avertissement, den als Lo fällig, den als Thomas da ausgesprochen. Gut, Herr Präsident, Notiz. Und ich fuhre vier und, weil die Leute, die hier sind, an einem Statut, von einem Schutzstatut hier im Land, und ich schwätze hier vom Droit International Publik, die müssen den Blick von der Situation, von einem niedischen Schutz nicht mehr gehen, müssen sie zurückgehen an ihre Länder.
Und es ist wichtig, dass auch das thematisieren, weil am Blick kommen ganz viele Leute hier im Land, wo die Situation hier im Hirschsprungsland, das ging erleben, dass sie zurückgehen, die aber noch immer heim sind.